Oder... Okay, warum war das denn jetzt richtig? Es gibt halt noch verschiedene Enden. Ich glaube, ein Ende hätte man vielleicht erreichen können, indem man einen Brief irgendwo findet und den da abschickt, ne? Weißt du, aber ich wusste nicht, wo wir den herbekommen. Das macht auch irgendwie so einen komischen, durch ein Fenster nach unten in Blut reinzuspringen. Während die Flure nach Psychiatrie aussehen, ich weiß nicht. Das ist nicht Saw Runner wie der Hunter und Sarah oder sowas, ne? Oh mein Gott. Also es ist immer rechts, solange bis wir nicht mehr rechts können. Dann was hat mich denn getötet? You will not survive. Dankeschön dafür. Also sind, glaube ich, hier lang gegangen. Ja. Was zur Hölle ist das? Und ich will survive. Ich frag mich, wo wir runterspringen. Das wäre der Weg. Oh mein Gott. Okay. Okay. Und auf uns zu? Ja, in irgendeiner Art von Vorsicht. Oh mein Gott, da gibt es ja mehrere von. Hier. Nicht da lang. Es ist falsch. Und wieder hier, scheiße. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ich kann immer... Welche Perspektive... Oh, dieser Affe, Alter. Karten verwirren mich richtig, weil ich nicht weiß, in welche Richtung die ausgerichtet sind. Also... kommen wir doch wieder am Anfang raus, oder? Nicht? Doch, okay.
Mann, kannst du dich bitte verziehen? Komm bitte nicht hier lang. Mann, ich hasse dich! Ich würde sagen, hat er wieder umgedreht. Mist, wäre ein bisschen schneller gewesen. Ey! You will not survive. Nö, du wirst nicht überleben. Das Problem ist halt, dass man richtig wenig Zeit nur hat. So, jetzt schnell, schnell, schnell. Bevor wir den einen wieder... Mist! Okay, das heißt, man muss den auf jeden Fall abwarten. Das fühlt sich alles schon verdammt nach Ende an. Okay, komm. Mist, ich habe ganz vergessen, dass er hier lang kommt. Geht er hier jetzt lang? Oh Mann, das kann doch nicht sein. Ja, leck mich am Arsch. Oh Mann, wie nervig diese Typen sind. So, können wir uns ducken? Muss es ja wenigstens einmal testen. Oh, ich finde... Das Ding will ich wenigstens noch zu Ende spielen. Da mache ich auch Schluss. Aber dann habe ich wenigstens noch einmal, ja gut, dass diesen komischen Endfight da vorhin, der war auch richtig übel. Also Mann, ich hasse es, dass man hier nicht wieder rausgehen kann. Oh, ich wusste ja das auch, dass er kurz davor ist, ihn zu töten. Wir brauchen hier, glaube ich, auch keine... Ich könnte eine Karte jetzt gut gebrauchen. Wird nämlich jetzt gerade die Orientierung... Oder was heißt Orientierung komplett? Habe ich die noch nicht verloren, aber... Oh, ich dachte kurzzeitig, er ist weg. Mist! You will not survive. Ja... woran mag das nur liegen? Vielleicht daran, dass ihr das ganze Bild komplett einfach geblurrt habt. Und ich 10 Bilder übereinander gelagert sehe. Vielleicht hat das auch teilweise damit was zu tun. Könnte das sein? Wow, 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 wow.
Eigentlich, das müsste jetzt, das müsste kurz vorm Ende sein. Ja. Oh, wie geil. Guck mal, er hatte einen Unfall. I can tell Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident. Das ist der. Einmal ist das der Doktor mit der Gasmaske auf und es ist auch der Psychiater, den wir sprechen gehört haben. Los, Simon, du schaffst es. Genau, Tür zu, Klappe zu, Affe tot. Holy fuck! Ja, da hast du recht. Ja. So kann man das sagen. Ja, doch. Seht ihr, wir haben es überlebt. Scheiß Entwickler. Nicht so ungut. What the fuck? Ihr wisst, dass es nur Spaß ist. Came from? No. No. Something is obviously not right. I should hurry now. Before something else happens. Mal Spaß beiseite. Die Entwickler haben einen richtig guten Job bei dem Spiel gemacht. Und das kostet nichts, das ist auch nochmal super heftig. Hallo? Was ist denn das für ein Geräusch? Ich würde gerne irgendwo speichern. Ist das? Das ist doch da, wo wir hergekommen sind. Ja, tatsächlich. Konnten wir da oben speichern? Nee, ne? Glaub nicht. Das ist ja die Tür, wo wir durchkamen, ne? Nee, war das die Tür? Kamen wir da durch die... Also von dem... Von den Zügen, wo wir die Dings liegen gelassen haben? Das weiß ich nämlich nicht. Ach du! Jetzt reicht's! Oh nein. Noch irgendwer ohne Fahrschein? Oh ja, die Glocke. Magazine sollten wir oben bitte. Ey, das sind jedes Mal zwei Lebensjahre, die da drauf gehen. Jedes Mal. Ja, aber er hat denn eine Therapie bekommen, wenn die da vom psychischen, also. Oder beziehungsweise war ja noch irgendwie. Der ist ja nicht in Koma oder so gefallen. Sonst könnten die ja. Oder? Ich glaube nicht. Ich würde so unheimlich gerne. Unglaublich gerne das Spiel jetzt speichern. Ah, wir sind ja jetzt wieder hier. Hey. War hier nicht. Ich habe schon übelst lange nicht mehr gespeichert. Ich will bitte speichern. Wenn ich sterbe, kriege ich einen Ausraster. Aufs Brutalste. Ey, wir probieren das jetzt einfach. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste... Hier lag doch vorhin ein... Lag da vorhin nicht... What? Eventuell habe ich gerade irgendwas. Also jetzt doch nicht mehr hier hin und dann gehen wir
Aber hier sind... Nee, das kann ich nicht riskieren. Aber hier ist noch eine Glock, die können wir nehmen. Das kann ich riskieren. Ah, wir können nicht mehr als 10 Magazine tragen. Interessant. Und hier waren ja Gegner. Das heißt doch, wir müssen dann... Das heißt doch, hier ist dann irgendwas. Eigentlich war das die ganze Zeit immer so. Hier können wir nicht rüber... Da geht's eh nicht lang. Hier habe ich die Fuse gerade rausgezogen und hab uns damit das verkackt, hier wieder zurückzugehen. Der einzige Weg, den wir jetzt haben, ist im Prinzip dieser komische Tunnel. Das ist so ziemlich der einzige Weg, wo ich jetzt nicht direkt wüsste, wo wir da hinkommen. Und ich glaube, den nehmen wir dann auch. Das andere wäre jetzt einfach nur... Ja, den Weg, den wir vorhin auch gegangen sind. Also ich denke mal, dass es hier der richtige Weg ist. Ich hoffe es. Und ich hoffe... dass wir da unten was zum Speichern finden und nicht sterben. Aber eigentlich waren die ganze Zeit immer sehr korrekt mit den Speicherpunkten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die uns jetzt eine Falle laufen lassen. Hoffentlich nicht. Die Glock, ne? Das ist nicht die... Stimmt, wir haben doch hier... Habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Nee, wie konnten wir denn das nochmal anmachen? Ah. Hätte ich auch schon wieder ganz vergessen. Jetzt sieht es hier auch normal aus. Schön. Ja, auch. Wir müssen unbedingt den Typen seine Füße zurückbesorgen. Vielleicht finden wir die ja noch. Geht es auf jeden Fall jetzt geradeaus weiter. Das ist schon mal gut. Oder war das eben auch der Fall? Nee, das war hier. Das ist hier war das, ne, dass es so nach oben gegangen ist. Und dann kam der Horrorscheiß. Oder? Okay. Bin ich mir gerade unsicher. Doch falsch. Das ist der Weg, wo wir eigentlich hergekommen sind, ursprünglich. Tatsächlich. Hä? Nee. Ich habe da die Dings rausgezogen. Das habt ihr gesehen. Könnte da eigentlich nicht mehr drin sein. War da oben eine Speichermöglichkeit? Das ist so komisch, dass es keine Speichermöglichkeit mehr gibt, oder? Ist das vielleicht das Ende jetzt? Kann das sein? Es gibt aber viele, also es gibt einige, irgendwie 5 Enden oder so. Es gibt viele Enden. Also ich glaube, ein Ende ist bestimmt irgendwas mit einem Brief, den man in den Briefkasten da reinstecken kann. Den konnte man bestimmt irgendwo finden. Vielleicht
war das auch noch nicht und wir können ihn noch finden, wer weiß. Also doch hier lang? Oder da, wo wir aus der Tür rausgekommen sind, kam man da? Gab es da noch einen zweiten Weg? Vielleicht? Und hier ist ja gar nichts, nichts. Ein Zug, aber in den kann man nicht rein. Das sah absolut creepy da hinten aus, ne? Habt ihr es gesehen? Achso, das ist der Feed-Typ, okay. Alles klar. Oh mein Gott! Ey, ich hab ja den besten scheiß Orientierungssinn, ey. Da muss es da ja noch irgendwo lang gegangen sein. Da ging es, glaube ich, auch noch irgendwo lang, oder? Ach so, ja, hier, aber da war nichts, ne? Ging es nicht weiter, oder? Nee, nicht wirklich. Also ist da auch nichts. Dann den Bahnhof nochmal wieder verlassen. Gucken, wo wir da hinkommen. Weil, weiß nicht. Ach, wir müssen uns beide Sicherung jetzt holen. Oder was? Aber ich habe gar nicht gesehen, wo man da noch Sicherung irgendwo reinstecken konnte. Ah, wahrscheinlich dann in den Zug rein. In den Zug, ne? Und was schmeißen wir weg? Schmeiß ich die Schrotflinte weg? Achso, wir kommen ja eh gleich wieder her. Und holen die Sachen nochmal. Hoffe ich. So, jetzt gehen wir den ganzen Scheißweg wieder zurück zu dem Zug. Und dann im Zug kann man anscheinend da irgendwo die Sicherung anbringen. Ich glaube, der andere Weg war der falsche auf jeden Fall. Ich glaube, da wären wir zur Gittertür gekommen, glaube ich. Yep. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir jetzt unsere Schrotflinte. Und den Vorschlaghammer. Auch wenn wir ihn vermutlich nie wieder brauchen. Aber wer weiß. So. Und wir haben immer noch keine Möglichkeit gehabt zu speichern.
Ich würde einmal kurz hier nach oben gehen und gucken, ob wir irgendwo einen Speicherplatz finden. Hier ist ja geschlossene Gesellschaft, ne? Irgendwo hier war eine Speicher. Irgendwo war es zu speichern, ne? Oder? Nicht? War hier irgendwo was zu speichern? Ja, doch, hier vorne irgendwo in der Ecke. Irgendwo war hier was. Oder? Ja, hier. Oh, ich dachte schon, das ist weg. Gott, finally. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass wenn wir sterben aus irgendeinem dummen Grund. Das war so viel. Ich hatte instant ausgemacht und. Oh mein Gott. Ich hätte mich lange motivieren müssen, weiterzuspielen. Das ist immer richtig mies, sowas, finde ich. Da müssen wir jetzt hin, ja, okay, müssen wir. Nee, die Spritze können wir nicht mehr mitnehmen. Wo will er denn überhaupt hin? Will er jetzt nach Hause? Ich glaube, er will nach Hause, ne? So. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Also das Spiel wird ja, glaube ich, noch nicht zu Ende sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber mal schauen. Simon. It was just a few seconds ago I was traveling here. No, think straight. I got hit by a car, woke up, and these things have been trying to kill me since. I mean, what is actually happening with me? Mom keeps telling me to get home, but why? How would that solve any of the crazy shit I've seen? Der liegt ja doch im Koma? I can't even contact the police here. Everything is just fucked. Could it be that I'm just hallucinating? No, seriously. Am I? Ja, vielleicht liegst du im Koma. Deswegen sagt seine Mutter auch immer, komm nach Hause. Aber der Doktor ist richtig ekelhaft. Das ist super komisch mit der Gasmaske. Ich auch. Und wahrscheinlich jeder, der die Story nicht kennt, da draußen, der das jetzt sieht, auch. Ja, absolut nicht. Betonung liegt auf Van. Okay. So. Was hell draußen eben? Ey, das. Das sind Lampen.
Okay, ich würde aber sagen, das war's. Für erstmal. Ich weiß nicht genau, ich mache das ja mal in einzelne Parts. Also ich weiß nicht, wie viele Folgen das jetzt sind. Ich glaube, das ist hier eine gute Stelle, um das enden zu lassen. Ist ja sehr spannend. Ich würde eigentlich auch gerne wissen, wie es weitergeht, aber es ist schon relativ spät. Und ich glaube, wir vertagen das einfach mal auf ein anderes Mal. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Schauen und habt euch auch ein bisschen gegruselt. Dann würde ich sagen, hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von irgendetwas auch oder von Cry of Fear. Und wie immer, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.